Es geht weiter, Tag 2 Richtung Scheveningen. Wir starten die Motoren. Motor 1 gestartet. Motor 2 gestartet. Das ist das Lichtmaschinengeräusch. So, Lichtmaschine arbeitet. Gleich kann es losgehen. Ja, wir haben abgelegt. Wir sind am zweiten Tag. Und wir denken, 4 bis 5 Stunden brauchen wir. Wenn die Welle auf der Nordsee gut ist, dann können wir durchziehen. Wie gesagt, das Ganze alles bei herrlichem Sonnenschein. Ja. Ja, es ist heute Morgen auch schon sehr, sehr warm. Ja, Frank und Claudia überholen uns jetzt, damit sie die Geschwindigkeit im Endeffekt vorgeben. Das Wetter und die Welle hier auf dem Markermeer sind heute einfach perfekt. Es gibt keine Welle. Jetzt rauschen wir übers Markermeer. Das macht Spaß, ne? Ja. Eine kurze Schnellfahrt und Amsterdam ist schon erreicht. Jetzt fahren wir noch ein Stück bis zur Schleuse und dann geht es weiter nach Imuiden. Wie ihr seht, fahren wir hier in dem Bereich zwischen der grünen Tonne und der grün-weißen Flachwassertonne durch. Das ist der Bereich, den wir nehmen können als Sportboote. Und damit kommen wir den Berufsschiffern nicht ins Gehege und können ganz entspannt fahren. Die Berufsschiffe haben dann ihr eigenes Fahrwasser und so, dass wir ganz entspannt hier lang fahren können bis zur Schleuse. Es ist immer gut, wenn man schon mal da war und weiß, wo man genau lang fahren muss. Wir stehen vor der Schleuse und warten, bis wir grün bekommen. Ja, da hinten, da steht auch schon einer drin, der da wartet. Da muss man sich einfach mit anstellen. Ist das Wetter nicht ein Träumchen? Das ist natürlich perfekt. Im Wartebereich steht gerade mal einer. Die Schleuse ist gerade aufgegangen. Die fahren alle raus und ich denke, wir können dann auch gleich rein. Das ist wie für uns bestellt. Ankommen, Schleuse auf, reinfahren. Wir müssen noch auf den Segler warten. Er ist noch durch die Brücke gekommen, hat sich erst nicht getraut und dann hat er aber dann doch gemerkt, es ist grün und er darf noch rein. Jetzt sind wir in der Oranje-Schleuse in Amsterdam. Bisher hat alles gut funktioniert und hier wird kein großer Wasserstand ausgeglichen, sodass wir gleich weiterfahren können. Hinter uns ist das Boot von Marina und Jürgen. Hier in der Schleuse ist aber noch sehr entspannt, es sind nur 5 Boote drin. Hier in Amsterdam gibt es ja neben der Sportbootschleuse noch andere Schleusen. Neben uns fährt gerade ein Tanker ein. Und schon sind wir wieder aus der Schleuse raus. Und jetzt geht es weiter über den Kanal bis nach Eimreuden. Da müssen wir wieder durch die Seeschleuse. Frank hat sich hinter den Schlepper gehängt. Jetzt kommen wir in den Bereich des Bahnhofs. Und man muss ja natürlich auf die Fähren aufpassen, die plötzlich losfahren und uns dann kreuzen. Da vorne kann man schon den Eingang vom Sixthafen sehen, wo wir letztes Jahr gewesen sind. Und der wunderschöne große Bahnhof. Da hinten kann man schon Teile der Stadt sehen. Was ich gerade eben erwähnt habe, passiert gerade. Die Fähre fährt los. Aber die sind so schnell von A nach B, dass man also sich keine Gedanken machen muss und man kommt immer super rüber. Da vorne ist das Hochhaus, wo oben diese Schaukel ist, wo Jürgen letztes Jahr auch mal geschaukelt hat. Ja, es wird gerade geschaukelt. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man da drauf sitzt. Aber es macht Spaß. Auch hier fahren wir jetzt wieder etwas außerhalb der Fahrrinne, sodass wir mit den großen Schiffen nicht in Berührung kommen.
Selbst neben der Fahrrinne ist es noch 5 Meter tief. Jetzt fahren wir an der Marina Amsterdam vorbei. Sie ist nicht schön gelegen, die ist ja außerhalb ein Industriegebiet. Daneben ist auch gleich eine Werft, wo ein richtig dicker Brummer liegt. In diesem Restaurant in der Marina kann man sehr gut essen. Also wir waren schon sehr oft da gewesen, haben immer ein super lecker Essen bekommen. Also kann man jederzeit empfehlen, hier mal eine Pause einzulegen und hier mal liegen zu bleiben. Das ist schon gewaltig, wenn man an so einem riesengroßen Schiff vorbeifährt. Da sind auch die Arbeiter, die da mit dem Schiff arbeiten. Auch unsere heutige Route haben wir in der Wasserkarten-App drin. Und wenn ich jetzt hier auf DTG gehe, dann sehen wir, dass wir noch 22 Kilometer bis Eimeuden haben. Die nächste Route von Eimeuden bis Scheveningen habe ich auch schon drin. Die können wir dann auch starten, wenn wir dann weiterfahren. Hier am Ende von Amsterdam gibt es auch noch mal einen Hafen mit einem interessanten alten Gebäude. Wir haben jetzt noch 22 Kilometer bis Eimeuden. Das heißt, wir sind noch 1,5 Stunden unterwegs. Wir nähern uns so langsam der Küste. Der erste etwas dickere Pott, der uns entgegenkommt. Jetzt geht es eine Weile einfach immer nur geradeaus. Hier wird gerade entladen. Hier liegt vorne so schon leer, deshalb liegt er auch ganz schön schräg. Hier geht es nochmal ab nach Haarlem. Da haben wir auch schon mal gelegen, direkt am Hafen hinter der Brücke. Da kann man dann auch Richtung Leiden, Rotterdam fahren. Vor uns der dicke Pott, dem kommen wir jetzt immer näher. Auf dem AIS können wir auch sehen, dass er jetzt nur noch 9,1 km/h fährt und eben ist er noch 11 gefahren. Das heißt, er ist jetzt kurz vor der Schleuse und muss anscheinend warten. Wir müssen jetzt sehen, dass wir irgendwie da gleich an dem vorbeikommen, weil wir wollen ja in die Sportschleuse. Jetzt fahren wir an den großen Pott vorbei, der hier lang schleicht mit knapp 9 km/h. Jetzt sind wir seitlich von dem dicken Tanker, den wir gerade überholen. In der Seeschleuse angekommen. Wir fahren hier wieder auf die kleine Sportschleuse zu. Im Gegensatz zu Rotterdam, der ja ein Tidenhafen ist, wird Amsterdam ja durch die Seeschleuse geschützt. Wir sind eben Segler rausgekommen, schon vor einer Weile. Und ich hoffe, dass wir hier nicht allzu lange warten müssen. Wir liegen jetzt am Ufer, weil die Sportbootschleuse hat Doppelrot. Und bei der anderen ist gerade das hintere Tor aufgegangen, also zur Seeseite. Und wir hoffen, dass wir dann dort durchgeschleust werden. Über Funk hat sich niemand gemeldet. Das heißt, wir müssen jetzt einfach abwarten. Oh Marina, leider darfst du nicht schwimmen gehen. Hier ist Schwimmen verboten. Ja. Wo du jetzt so gerne in das kalte Wasser gegangen wärst. Nachdem wir etwas warten mussten, können wir jetzt die große Schleuse nehmen. Wir sind zwar jetzt in der Schleuse drin, aber keine Ahnung, warum hinten das Tor nicht zugeht. Ah, ganz weit weg kommt noch ein Segler. Den nehmen wir wohl auch noch mit. Ja, die Brücke hat vor uns geöffnet und jetzt sind wir gleich auf der Nordsee. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir ohne viel Welle nach Scheveningen kommen. Sonst müssen wir leider in Eimeuden bleiben. Hier steht ein Kreuzfahrtschiff, Mariella Explorer. Ja, wir wissen jetzt nicht, ob das ein altes Main-Schiff ist oder so. Wir müssen das mal recherchieren. Ja, es ist schon ein bisschen windig hier draußen. Am Horizont, die 2 Leuchttürme müssen wir noch passieren und dann können wir schnell fahren. Jetzt endlich fahren wir auf die Nordsee. Wir fahren jetzt Richtung Scheveningen. Okay, wir sind aus Eimeuden raus, nehmen jetzt ein bisschen Gas und fahren jetzt nach Scheveningen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, kommen wir gut hin. Ist ein bisschen wackelig, aber wir gucken einfach mal.
einen kleinen Schreckmoment. Unsere rechte Maschine ist wieder ausgefallen. Und wir vermuten mal, dass sie keinen Sprit bekommen hat. Jetzt hat der Jürgen halt den Hebel beim Sprit irgendwie auf die Mitte gestellt, sodass wir jetzt trotzdem weiterfahren können. Wahrscheinlich nur aus einem Tank. Da hinten sind wunderschöne Strände. Ja, nach dem ersten Malheur sind wir jetzt wieder mit Speed unterwegs. Marina ist jetzt am Steuer. Das erste Mal in ihrem Leben schnell fahren. Selber schnell fahren? Ja. Wir haben das Verdeck ein bisschen runter gemacht, falls wir eine Welle abkriegen, dass hier nicht alles nass wird. Nicht mehr lange, dann erreichen wir unser Ziel, Scheveningen. Da vorne sieht man schon die großen Strandabschnitte und die Hotels und ein Riesenrad. Wunderschöne, lange Sandstrände. Oh, ich bin da so glücklich. Ob jetzt kriege ich hier noch eine Prise Wasser ab. Macht nichts. Wir haben unser Tagesziel erreicht und sind jetzt hier angekommen. Da sind die Angler. Da hinten blinkt es grün, was auch immer das bedeutet. Aber Frank wird es wissen, wo wir hin müssen. Die Jugend hat Spaß und springt hier von der Kante ins Wasser. Kleiner Schreck in der Morgenstunde. Ja. Ja, wir haben das Problem jetzt, dass nur aus einem Tank versorgt wurde. Aber das ist nicht schlimm. Hier kann man nämlich tanken. Hauptsache, wir sind überhaupt weitergekommen. Nach einem kurzen Stopp auf der Nordsee und umschalten auf den anderen Tank sind wir jetzt doch glücklich in Scheveningen angekommen und haben einen fantastischen Liegeplatz hier bekommen. Bezahlen kann man hier mit der Blue Water App. Nur ich sehe hier gerade keine Stecknummer. Was macht denn die eine Gans hier mit den vielen Tauben? Na? Hast du keine eigenen Freunde? Heute ist das Wetter nicht so schön wie gestern. Hier in Scheveningen ist es leichter Regen gerade. Aber wir haben trotzdem einen Platz unter dem Schirm erwischt. Und sitzen jetzt hier gemütlich beim Italiener. Ein Überraschungspaket. Genau. Weiß mal. Ja. Oh ja. Oh. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Ja, Marina, bist du jetzt neidisch? Ja? Nee. Ich habe ja auch was Leckeres. Alles gut. Heute ist das Wetter nicht so gut heute Morgen. Aber jetzt hat sich noch einer hier dazwischen gelegt. Passt genau. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Ja, so morgen ist die Fressmeile noch richtig leer hier. Aber heute Abend tobt hier der Bär. Dann ist hier jeder Tisch besetzt. Wir haben keine Chance auf eine Reservierung. Von diesem Weg hier sind wir gestern gekommen. Und hier liegt auch das Tankschiff. Das brauchen wir noch unbedingt, bevor wir weiterfahren können, weil unser linker Tanker auf Reserve steht und wir den dringend voll machen müssen, um weiterzukommen. In Scheveningen direkt am Strand sind auch viele Buden und wir gehen jetzt weiter hinten zur Landungsbrücke und zum Riesenrad. Ja, wir sind hier auf der Strandmeile jetzt und das geht jetzt hier ganz durch. Links und rechts kann man hier sitzen, dahinter ist auch gleich der Strand, also hier ist ganz schön viel Platz. Also erwartet man schon einige Gäste im Sommer. Also ein ganzes Stück weiter. Und da oben ist das tolle Kurhaus. Und jetzt sind wir gleich am Pier. Hier sind wir jetzt am Ende angekommen. Und dann geht es hier auf den Pier.
einem Riesenrad. Der Strand ist schon richtig breit hier, vom Pier aus gesehen. Jede Menge Fressbuden und auf der anderen Seite geht es noch weiter. Und am Strand kann man ganz weit laufen. Irgendwann kommt dann auch Katwijk, das ist ein Riesenstrand. Hier vorne am Pier ist das Riesenrad. Und da geht es dann zum Bungee-Jumping. Und oben ist auch eine Zipline, die hier so rüber geht. Hier unten ist auch noch richtig viel los. Alte Flipper, Jumping hier. Ja, jetzt sind wir Mittagessen hier beim Blue Lagoon. Verschillige Musik, gibt es jetzt lecker Essen. Hummersuppe, Kiebsalat, Kibbeling mit Fritten und einmal Teriyaki-Salat. Alles sieht lecker aus. Ja, sah lecker aus. Nicht weit vom Liegeplatz weg gibt es auch einen Wassersportladen, wo man alles Wichtige bekommt. Wir können froh sein, dass wir schon Freitag hier waren. Ansonsten hätten wir heute keinen Platz mehr bekommen. Samstag wird es immer schwierig. Gerade in der Hochsaison wird man samstags hier kaum eine Chance haben auf dem Platz. In der Mitte hätten wir was Platz in der Fahrrinne, aber ansonsten ist es schon voll. Wir sind schon gut eingebaut. An der Fressmeile haben wir heute keine Reservierung bekommen. Daher gehen wir gleich zum Italiener auf der Seite von unserem Hafeneingang. Hier ist die Mannschaft. Hier ist die Mannschaft. Die Mannschaft wartet schon auf Essen fassen. Ja. Heute gibt es Nudeln mit Hummer. Schauen wir mal. Ja, haben wir schon gesehen. Okay. Auch hier gibt es wieder hervorragendes Essen. Ich habe heute mal eine Pizza bestellt. Und hier gibt es überall Nudeln mit Hummer. Lasst es euch schmecken. Und nach dem Essen, jetzt ist es hier noch voller geworden. Wir haben jetzt sogar noch einen Segler dran bekommen. Und das ist Vorsaison. Am Sonntag scheint die Sonne und wir nutzen das für einen Strandtag. Wunderschönes Wetter hier und wir haben schöne Liegen hier erwischt. Ja, hier unten am Strand sind auch viele Wassersportler unterwegs. Ja, ich gehe mal ein Stück ins Wasser. Das ist schon frisch. Also baden möchte ich dabei nicht. Aber etliche Mutige gehen rein. Ein bisschen kalter Wind, also ohne T-Shirt würde ich jetzt auch frieren. Und es ist super klares Wetter. Man sieht auch jede Menge Schiffe, die hinten auf Rede liegen. Da hinten ist das Pier mit dem Riesenrad. Hier machen die Kitesurfer auch jede Menge Trockenübungen. Heutzutage hat man ja so ein Brett, da schwebt man auf dem Wasser. Das Strandlokal ist auch sehr schön. Sind heute hier mit dem Chore. Und ja, hier gibt es lecker Sashimi. Von Sushi, von Shrimp. Okay, hier gibt es jetzt lecker Hummer und leckeres Fleisch. Nochmal Hummer und ich krieg nichts. Es gibt doch noch was. Black Cod, schwarzer Kabeljau. Und geht wieder hinaus. Heute Morgen in Scheveningen muss der Jürgen erst noch mal tanken, weil wir jetzt 3 Stunden schnell fahren müssen.